Die Panke. Ein majestätischer, reißender Bach, der in seiner Urgewalt die Menschen seit Ewigkeiten fasziniert. Doch diese Urkraft wurde durch den Eingriff des Menschen in ihrer Schönheit zerstört. Zur ökonomischen Nutzung und aus Furcht vor Naturgewalten kreierte man einen technischen Flusslauf, in den die Panke gezwängt wurde. Kontamination, Artensterben und der Verlust elementarer Ressourcen sind die gravierenden Folgen. Die Europäische Union beschloss deshalb, diesen Prozess umzukehren, die Renaturierung, und dem Fluss seine natürliche Form zurückzugeben. Dabei wird sie von unzähligen freiwilligen Helfern unterstützt, den Bachpaten. Diese Bachpaten haben dazu ihre ganz eigenen Ideen. Und die sehen so aus. Die Aufgabe von Bachpaten ist, den Fluss oder den Bach, in dem Fall die Panke, vor allen Dingen in Pankow, den Bewohnern näher zu bringen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Die Bachpatenschaft ist ein sehr tolles regionales Projekt hier in Pankow und macht aufmerksam auf den Fluss, erregt Aufmerksamkeit und schafft Verbundenheit und ein Bewusstsein auch für den Fluss. Das ist Max Panke. Max Panke ist Pankower und seinem Bezirk und dem Flüsschen Panke schon sein ganzes Leben verbunden. Und weil er etwas für die Panke tun möchte, ist Max Bachpate geworden. So konnte er schnell mit anderen Bachpaten in Kontakt treten. Jetzt erst beginnt die wirkliche Arbeit. Viele Ideen zur Bachpatenschaft entwickeln sich. Es entstehen Interessengruppen, diverse Visionen und Projekte. Diese finden weitere Wegbegleiter in den Schulen, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Vereinen, aber auch Privatpersonen machen mit. Alle wollen teilhaben und dieses Projekt in seiner Vielfalt unterstützen. Die Idee der Bachpatenschaft verbreitet sich immer mehr in der Pankower Bevölkerung und gewinnt zunehmend mehr Anhänger. Jeder realisiert seine eigenen Projekte, befindet sich aber in einem Netzwerk, in dem man die Unterstützung der anderen bekommen kann. Zusammen sind sie der Bachpatensommer. Also ein wunderbares Highlight war zum Beispiel Omas Waschtag. Da hatten wir eine ältere Dame getroffen, die hat uns sofort ganz spontan erzählt, dass sie, wenn sie eben an den Fluss denkt und an ihre Kindheit, eben an das Waschen am Fluss denkt, was sie immer mit ihrer Mama machen musste und dass es auch für sie sehr anstrengend war. Dieses Einweichen, dann die Wäsche schrubben am Waschbrett, das heiße Wasser, das kalte Spülwasser, dann die Wäsche ausringen auf die, manchmal haben sie es auch dann im Gras ausgelegt oder es gab auch Bleichvorgänge und all diese Dinge. Und wir haben das dann wunderbar mit einem Volkskundemuseum zusammengearbeitet, die in Rosenthal sind. Die haben uns die Materialien, die Originalmaterialien zur Verfügung gestellt. Wir konnten also mit den Originalgegenständen, die Kinder hatten das zum Anfassen, es war sinnlich, sie haben Schürzen getragen aus der Zeit, sie haben sogar Wäschestücke bekommen aus der Zeit und sie hatten aber auch selber noch Wäschestücke mitgebracht und wir waren unglaublich begeistert, wie die Kinder gewaschen haben. Das war eigentlich sehr kontemplativ, kann man sagen, aber Kinder sind ja immer so, sie machen einfach mit und also reißen vor allen Dingen mit. Und dann haben wir diese Leinen in den Park gehängt und haben dann die Wäschestücke daran aufgehängt an den Leinen. Und das war, denke ich, sehr eindringlich. Also weil ja heute Waschen ganz anders funktioniert. Und ich denke, dass diese Kinder das auf alle Fälle sehr gut erinnern können jetzt. Wir sind in Röntgenthal eingesetzt und sind bis nach Wedding gefahren. Wir sind im Schlosspark. Da ist ein kleiner Wasserfall an so einer Brücke und das haben auch eigentlich die Ersten alle geschafft, rüberzukommen ohne Probleme. Wir sind mit Anlauf rangefahren und haben es aber dennoch nicht geschafft und hingen nun mit unserem kleinen spitzen Heck noch so ein Stück auf dieser Kante und haben es nicht geschafft, runterzukommen und haben nun versucht, das mit aller Kraft irgendwie zu schaffen. Und dann kam noch ein zweites Boot an und die haben es auch nicht geschafft. Und wir standen dann parallel beide mit unseren Hecks schräg auf dieser Kante und haben dann versucht, uns gegenseitig reinzuschieben. Und
wie man es natürlich so schön macht. Man beugt sich bei zwei Schiffen schön rüber und beide sind umgefallen, beide in die Mitte und wir waren alle klitschnass. Der Zugang ist niedrig, also es sind alles ehrenamtlich junge Menschen, die daran mitarbeiten. Da gibt es jederzeit Raum für neue Ideen, für andere Menschen, die mitmachen wollen. Du trittst in Kontakt, indem du uns anrufst, uns eine E-Mail schreibst, www.kotladeclub.jimdo.com und dich an zum Beispiel Frau Grüber, an den Herrn Norek oder an den Herrn Wengel wendest, dann bist du richtig. Thank you.